Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Rampage und wir starten hier in ein Gefecht, was eigentlich auch einen speziellen Anlass hat. Und zwar habe ich den Clan gewechselt. Ich bin jetzt zum Clan Krawall gewechselt. Das hat einfach ja, für mich sich kurzfristig so ergeben gehabt. Und zwar sind wir hier in ein Teamgefecht der Stufe 10. Und das ist eines der ersten Gefechte, die ich hier gefahren habe. Und ja, alles eigentlich relativ gut aufgestellte Gegner, möchte ich sagen. Und dieses Gefecht ist eigentlich auch, ja, ziemlich gut verlaufen. Aber das eigentlich nur so am Rande gesagt. So, und zwar stürmen wir gleich mit den Mets. Ich habe das die Kommentare im Übrigen gemutet. Einige wollten nicht, dass ich das zeige, das, was gesagt wird, die Aufstellung und die Taktiken, was auch völlig in Ordnung ist. Mute ich das einfach und kommentiere es nach. Ist also in dem Fall kein eigentliches Let's Play, sondern ja, also ein Comment. So, und zwar fahren wir hier mit dem 62A hier direkt erstmal auf den Hill. Das ist natürlich essentiell wichtig. Und wir werden von den Heavys ganz schön in die Mangel genommen. Allerdings ist das als Medium extrem wichtig, hier den Hill zu ersteigen, um dann einfach die Gegner auch flankieren zu können und kurzfristige Stellungswechsel zu ermöglichen. Wichtig ist, dass man hier darauf achtet, dass man hier so ziemlich lange überlebt, da man ja hier wirklich sein Team bestenfalls oder bestmöglich unterstützen kann. So, hier helfe ich noch meinem Teammitglied, dass der hier nicht von den 121er rausgenommen wird. Ich nehme raus. Kurze Ansage dazu. Hier sind in den Clan, der ist ja eines der Top-Clans mit auf der Weltkarte auch, merkt man schon ziemlich starke Unterschiede zu dem Clan, wo ich vorher war. Das war ja eher so ein, ja, wie soll ich sagen, Aufsteiger-Clan oder ja, so ein in der Team- oder in der Clan-Gründung befindenden Clan. Dass hier einfach Funkdisziplin herrscht und auch rege Disziplin unter den Spielern an sich. Ja, man merkt eben auch, dass die Spieler an sich ziemlich erfahren sind und schon ziemlich genau wissen, was sie tun. Zumal ich das ja auch von meinem Spielverhalten her kenne, und das merkt man dann doch schon. Man kann sich darauf verlassen, wenn derjenige sagt, hier, das und das wird gemacht, dann wird das gemacht und nicht erst diskutiert, und dann wird auch, ja, hat das Händchen und Füßchen, wenn man was da sagt. So. Hier muss ich zusehen, dass ich die Heavys rausnehme. Jetzt möchte ich natürlich so wenig wie möglich Schaden fressen, denn ich bin ja als Med schon mit einer relativ starken Aufgabe betraut. Und zwar muss ich hier zusehen, dass ich die Gegner flankieren kann und eben dadurch, durch die hohe Schussrate, eben auch die Gegner ziemlich gut zermürben kann. Jetzt kriege ich die Anweisung, hinten durchzuraschen und gegen den Heavy die letzten drei in der Basis zu kämpfen. Hier wird mir gesagt, ich soll einfach den Berg runterfahren und dann schnellstmöglich auf den Gegner zu gehen. Ich hätte hier so rückwärts runterfahren sollen, war eigentlich der Befehl gewesen, aber ich wollte, ja, ich habe es jetzt anders gemacht. So. Da steht auch die IS-7 und ich komme eigentlich nur an ihre obere Wanne erstmal ran. Das bedeutet, ich muss eigentlich entweder abwarten, bis sie schießt. Dann kriege ich einen Critical Hit von den E-100 und schieße mir die Ketten weg. Jetzt komme ich an die untere Wanne ran. Er drückt mir nochmal 500 und ich habe aber den schnelleren Reload und nehme ihn raus dadurch. Jetzt haben wir nur noch die zwei E-100. Und ja, so. Er dreht seine Kanone zu mir. Und ich wäre geplatzt, oder ich würde platzen, wenn er mich jetzt trifft.
So, er geht aber auf die ESDin im Vordergrund. Und ich kann ihn halt flankieren dadurch. So, und da gucken wir uns eigentlich auch mal gleich die Auswertung an. Das habe ich mal generell gemutet. Wir haben hier 7000 Hits gelandet und eine schöne Medaille dafür bekommen. Und das Ganze auch noch mal 3. Also ich finde, das ist eine ziemlich gute Leistung, die ich da hier gebracht habe. Aber es wird, wie gesagt, es wird da noch ein bisschen was folgen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und hinterlasst mir gerne mal ein Feedback. Und ja, das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.